Ja, hallo meine liebe Sängerin. Du möchtest dich also einsingen wie Celine Dion. Und du fragst dich jetzt sicher, woher weiß denn die Jasmin, wie sich Celine Dion einsingt? Tja, das hat die liebe Celine in einem Fernsehinterview mit Larry King verraten und ich möchte dir jetzt gerne 20-30 Sekunden aus diesem Interview zeigen. How do you keep the voice going? You do exercise or how do you work that? I still have a coach. Really? I do have a coach. And what does a coach do with you? It's really boring. Und so weiter. Wenn du das ganze Interview schauen möchtest oder einfach das, was auf YouTube ist, ich verlinke dir das Video unten in der Infobox. Da haben Celine Dion und ich also etwas gemeinsam. Leider nicht das Bankkonto, aber dass wir die gleichen Gesangsübungen machen. Weil ich bin ein großer Fan sowohl vom Lippenflattern, wie auch von den Klingen. Beide Übungen gehören zu den sogenannten SOVT-Übungen. Falls du nicht weißt, was SOVT-Übungen sind, dann kannst du das gerne nachschauen. Wenn du SOVT Jasmin Schmid eingibst bei YouTube, findest du ein Video von mir darüber, wo ich das Ganze erkläre. Und übrigens gibt es auch diverse Videos von mir zum Thema Lippenflattern, da auch Jasmin Schmid Lippenflattern oder auch Jasmin Schmid Einsingen mit Klingen, wenn du noch mehr möchtest. In diesem Video zeige ich dir 10 Übungen. Davon sind 5 mit Lippenflattern und 5 mit Klingen. Eine davon ist die Celine Dion-Übung, die wir soeben gehört haben. Lippenflattern und Klinge, die mag ich so gerne, weil beide Übungen mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie bauen Spannung auf, bauen Luftdruck ab, sie bringen uns nach vorne in den Stimmsitz, sie wecken unsere Resonanzräume. Ja, sie schlagen wirklich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Und da streicht noch eine liebe Katze um mein Bein. Nein, sie will nicht das Video crushen. Gut. Also, wir beginnen mit den Lippenflatterübungen. Und zwar, wenn du magst, kannst du deine Fingerspitzen, da wo deine Zahnreihen zusammenkommen, hinhalten und dann ein bisschen die Wangen nach oben stoßen. Ich mache das jetzt mit einer Hand, damit ich noch eine Hand frei habe für das Klavier. Und wichtig ist, dass du immer so einen Impuls aus dem Unterbauch gibst. Also die Spannung, die kommt wirklich vom Unterbauch und nicht irgendwie von hier. Ha? Also wir machen abwärts auf. Haben eine neue Übungsfolge, ein Dreiklang. Übung Nummer 3 und zwar ist es eine Dreiklang mit einem Oktave und wir gehen aber oben. Also.
Wir kommen zu Lippenflatterübung Nummer 4. Und zwar machen wir eine Tonleiter rauf und wieder runter. Wir gehen die Oktave runter, glissando. Bei dir nicht gut gehen sollte, da habe ich auch ein Video dazu gemacht, was die möglichen Gründe sind, weshalb es nicht geht bei dir. Verlinke ich alles unten in der Infobox. Gut, dann gehen wir zu den Klingen. Und zwar beginnen wir in der Kopfstimme, so als hättest du was Leckeres zu essen vor dir und du machst Stimmen wechseln jetzt auf N und machst du eine Quitte runter auf N. Gib es locker. Kannst du da den Satz sagen, nein, meint, mein Mann. Und der Fokus ist sehr auf die N's und M's. Nein, meint, mein Mann. So als würdest du rezitieren. Nein, meint, mein Mann. Nein, meint, mein Mann. Wenn du magst, kannst du auch die Hand hier vorne hinhalten für den Fokus. Nein, meint mein Mann. Nein, meint mein Mann. Nein, meint mein Mann. In deiner Sprechstimme, als würdest du rezitieren. Nein, meint mein Mann. Nein,
meint mein Mann. Nein, meint mein Mann. Nein, meint mein Mann. Und noch einen letzten. Nein, meint mein Mann. Und dann kommen wir zur Celine Dion-Übung, die sie kurz vorgemacht hat im Interview auf N. Sie geht zuerst auf die Terz, auf N. Und setzt dann so auf die Quinta. Was hilft, ist die Vorstellung, als wärst du so ein bisschen genervt, dass es eben nicht zu locker ist. So wie denkst du dir ein bisschen genervt? Den du gerade singst. Denk dir mal einen aus. Am besten ist es so, ja, ein bequemer Song, nicht einer, der zu hoch oder zu tief geht, so ein Wohlfühlsong. Und dann kannst du, je nachdem, welches dein Lieblingsklinge ist, auf M oder auf N, ich wähle jetzt mal Can't Help Falling in Love. Das ist manchmal das. Dass du diesen ganzen Song auf den Klingen durchsingst oder The Rose. Auf M oder auf N, was du gerne magst, dass du einfach einen ganzen Song auf M, auf N, auf den Klingen durchsingst. Mein Name ist übrigens Jasmin Schmidt, ich bin Sängerin und Vocal Coach für modernen Gesang. Und falls dir dieses Video geholfen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch. Und ich hoffe, du hast meinen Kanal schon abonniert, weil damit unterstützt du mich, dass ich noch weitere solche Videos produzieren kann. Falls du kein Video verpassen möchtest, kannst du auch die Glocke aktivieren, dann wirst du benachrichtigt. Übrigens ist dein YouTube-Abo kostenlos, das werde ich immer mal wieder gefragt. Also wenn du mich meinen Kanal abonnierst, kriegst du diese Videos gratis, das kostet dich nichts, so ein Abonnement. Und ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und vielleicht hast du noch Lust, die Videos zu schauen, die ich dir unten in der Infobox verlinke. Unter anderem auch das Video von Celine Dion, sowie weitere Videos über Lippenflattern, über SOVT und über Einsingen mit Klingen. Jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Tag, Abend, wann auch immer du dieses Video schaust. Und ich freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.